Und da sind wir auch schon wieder direkt zurück, wo ich immer noch mit McCready stehe und wo wir doch im letzten Part hier Jacks Vater, Lorenzo, leider töten mussten, weil ich wieder natürlich zu fix war und wieder nicht richtig hingehört habe. Habe ich einfach die Zellentür hier schon einfach einen Knopf gedrückt, auf gemacht und dann kam er natürlich raus. Das war natürlich ein Fehler gewesen. Ich hätte nämlich diese ollen Hebel hier erst aktivieren sollen. Was jetzt, glaube ich, aber im Nachhinein, wo ich das noch gemacht hatte, hinfällig ist. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, was sagen denn jetzt die Daten. Ah, wir sollen jetzt zum Haus zurückkehren. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt... Achso, das ist das von McCready hier, ne? Ja. Wo wir drüber gequatscht hatten. Alter, wir haben so viele Quests jetzt hier, oder? Okay. Wir sollen also wohl... wieder zurück. Eieieieiei, der wird bestimmt sowas von... Wo kommst du denn her? Der wird bestimmt sowas von sauer sein jetzt auf uns. Der gute Jack. Kontrollraum. Terminal. Hier ist noch ein Mikroskop. Oh nee, ne? Ich trage zu viel mit. Ja, dann muss ich... wohl oder... übel was weghauen. Kommen wir denn da überhaupt? Säure. Hier Gewicht. Bioscanner. Gewicht 3. So, davon schmeißen wir... Nee, wegschmeißen. Davon schmeißen wir 3 weg. So, dann haben wir noch ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz haben wir dann. Wo ist denn... Hä, wo geht denn hier hin? Ach, von hier sind wir gekommen, ne? Ach, und hier ist jetzt nämlich der Fahrstuhl, wo wir... wo wir wieder da hinkommen, wo der Typ liegt, ne? Fahren wir nämlich hoch, ne? Glaube ich. Oh, du bist ja auch da. Du warst ja eben noch draußen. Du bist ja ein Zauberer. Du bist ja ein richtiger Zauberer, wa? Ja, du brauchst nicht so rüberschielen zu mir. Wir machen deine Quest schon noch. Hab mal keine Angst. So. Ist das nicht der Raum? Hier saß doch der Typ, oder nicht? Der hat wohl auch noch geschafft rauszukommen, ja? So wie es aussieht. Alter, der nächste Kern weg. Was wie hier Kerne verbrauchen in letzter Zeit, ne? Ach nee, das ist Burden. Ich hab gedacht, das ist Redex. Sah erst so aus. Aber ich denke mal, hier haben wir auch alles soweit mitgenommen, ne? Beeindruckend, ne? Sehr beeindruckend. Da geht wieder nach draußen. Sehr schön. Eieieiei. Ja, dann machen wir nochmal fix Schnellreise nach Jacks Haus. Und ich, wie gesagt, also ich kann mir nur so vorstellen, der wird jetzt bestimmt richtig sauer sein auf uns. Denke ich jedenfalls mal. Also ich denke mal kaum, dass er erfreut sein wird, dass wir sein... Oh. Hatten die was Brauchbares dabei? Dass wir seinen Vater getötet haben. Achso, die sind hier noch von vorhin, ne? Ja, die haben wir schon abgelootet. Gut, würde ich sagen. Halt, da vorne liegt noch einer. Da liegen noch mehr. Alter, war ein ganz schöner Kampf hier, wa? Da ist auch noch eine Leiche. Da ist noch ein Seesack. Waren wir da schon dran, ja, ne? Eigentlich schon, ne, ja. Gut, jetzt haben wir aber wirklich alles, ne? Das heißt, wir machen... wie so oft die gute bekannte Schnellreise und reisen zu Jacks Haus. Oh Gott, ich will da gar nicht reingehen, Junge. Der wird so was von sauer sein, 100 Pro.
Das ist also dieser sogenannte Self-Boy. Self-Boy, Stealth-Boy, wie auch immer. Self-Boy, ne? Spricht man halt, glaube ich, richtig aus, ne? Self-Boy, Stealth-Boy, Self-Boy. Eieieiei. Naja. Wollen wir mal schauen. Und wie immer haben wir jetzt wunderschöne Ladebildschirme, wo wir die Bilder schön drehen können hier. Ist das nicht herrlich? Oder wir könnten ja auch ein bisschen farbig machen noch. Oh, jetzt ist es schon vorbei. Schade. Ich glaube, der geht noch ein bisschen länger. Aber wir haben ja jetzt hier gleich den nächsten. Also an Ladebildschirmen sollten nicht scheitern bei uns im Let's Play hier. Ach, nee. Und ich sehe mal gerade, das ist jetzt schon ganz schön spät mittlerweile. Bin jetzt so schon wieder seit 4 Stunden am Zocken. Bist du verrückt? Warum hast du Lorenzo freigelassen? Ja, tut mir leid, ich hab, ja. Wie, ich hab mich geirrt. Er hatte recht. Musst du nicht, Lorenzo ist tot. Ihr müsst euch um ihn keine Sorgen mehr machen. Was? Wie? Das ist... Ich kann's nicht fassen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gib mir bitte einen Augenblick. Ich glaube nicht, dass wir schon fertig waren. Was soll das heißen, Jeff? Ich bin froh, dass er tot ist. Er wollte uns umbringen, oder? Und eigentlich hätten wir es auch verdient. Ignoriere sie, Mutter. Sie will dich nur provozieren. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass Lorenzo herkommt und uns tötet. Und wir müssen alle lernen, ohne das Serum zu leben. Unser kleiner Vorgeschmack auf die Unsterblichkeit ist vorbei. Das kannst du so nicht sehen. Ich meine, Serum habe ich ja. Ein Teil mitnehmen können, ne? Wer auch immer hier lebt, ist einen Pakt mit dem Teufel eingegangen. Ich wünschte nur, ich hätte einen Weg gefunden, meinen Vater zu heilen. Bevor es so weit kommen musste. Ich glaube es immer noch. Mit etwas mehr Zeit hätte ich einen Weg gefunden, das Artefakt zu entfernen. Aber das ist jetzt auch egal. Ja, tut mir leid, ganz ehrlich, Alter. Das mit Lorenzo tut mir leid. Danke, das weiß ich zu schätzen. Eines noch, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Also schulde ich dir was für deine Hilfe. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Alter! Cool! Verdiene mehr? Nee, komm, übertreiben wollen wir doch nicht, Alter. Wir haben seinen Vater gerade getötet, ne? Super, vielen Dank. Noch eine Sache. Ich habe das Artefakt so lange erforscht. Vielleicht kann ich was damit anfangen. Komm in ungefähr einer Woche wieder. Vielleicht war meine ganze Forschung doch nicht umsonst. Wenigstens ist niemand gestorben. Die hört sich interessant an, ne? Na, du bist ja jetzt auch wieder hier, wa? Ich wusste, wir hätten das Serum nicht nehmen sollen. Aber wer kann so einer Versuchung widerstehen? Ja, also, wir können jetzt gar nicht... Hey! Lorenzo hätte uns alle getötet, wenn du nicht gewesen wärst. Gut. Mehr können wir jetzt... Mehr können wir jetzt hier gar nicht machen, ne? Was sagt die Mutter? Mich töten. Uns alle töten. Ja, siehst du? Ich verstehe nicht, warum er so wütend auf uns alle war. Es war zu seinem Besten. Hat er das nicht gesehen? Anscheinend hat er das wohl wirklich nicht. Können wir uns jetzt hier denn aber auch bedienen? Sieht ganz so aus, ne? Gut. Das stimmt mich fröhlich. Das heißt, ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen bedienen. Jetzt weißt du, dass ich bei Lorenzo recht hatte. Ja. Und beruhig dich mal wieder. Wir hätten das Serum nicht nehmen sollen. In der Woche sehen wir uns wieder. Hast du hier noch Feinheit? Oh. Was? Ja. Aha. Ist ja cool, oder? Nicht da? Was ist das da? Ah. Ach, dafür sind die Patronen. Aha. Böden. Die sind doch hier alle nur am Saufen, ne? Alter, der hat hier auch wirklich nur feine Sachen, ne? Die sind alle noch richtig gut erhalten.
Hier sind auch so viele Türen, ne? Man weiß gar nicht, wo... Oh. Schön. Oh, so viel Munition. Impulsmine. Halt. Nein. Wenigstens ist niemand gestorben. Ich mach hier nichts. Nee, ist keiner gestorben. Nee, ist ja nur dein Vater tot. Ist ja keiner gestorben. Hallo? Wieso kann ich nicht... Ah, ich hab so viel Zeug schon wieder bei mir. Wo sind... Wo sind mein Lorenzo recht hatte. Mein Gehilfe hier? McCready? Hallo, Hilfe! Wenigstens ist niemand gestorben. Ey, sag mal, was willst du von mir die ganze Zeit? Recht hatte. Oh, jetzt halt doch das Maul, Mensch. Jetzt ist doch wieder gut. Wir wissen doch Bescheid. McCready, ich brauche Hilfe. Du musst mir Zeugs abnehmen. Wo bist du? Eieiei. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Achtung! Pff. Alter, wo bin ich denn hier? Ach, hier ist der... Hä? Ach so. McCready, oh, wo ist er denn? Ey, sag mal... Da oben ist er! Halt an! Bleib hier! Ist das sauber als bei mir zu Hause? Wenigstens ist niemand gestorben. Aufgepasst. Was gibt's? Oh, ein Glück. Alter. Du kannst das hier noch... Nein. Das kann er nicht mehr tragen. Kann er wenigstens noch so viel tragen, dass ich noch wieder laufen kann? Bitte, bitte, bitte. Irgendwas hier, was nicht so schwer ist. Das hier? Nein. Sag bloß, er kann wirklich gar nicht mehr tragen. Nicht mal mehr was leichtet. Splittermin, was wiegt denn das? 0,5. Nicht mal ein Kilo. Scheiße. Eieiei. Kronkorkenmine, was wiegt die? Auch 0,5. Und die? Der kann wirklich gar nicht mehr tragen, ne? Ach, scheiße, Mann. Ja, da muss ich was wegschmeißen. Was soll ich nun machen? Inventar, Schrott. Und dann... Aber hiervon keine mehr. Hier, guck mal, das zum Beispiel kann weg. Die Angel kann weg. Die wiegt 3, dann reicht das schon. Siehste. So, zack, das kann weg. Jetzt ist doch wieder gut. Mensch, wir wissen doch Bescheid. Wie oft denn nun noch? Jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Wird jetzt sowieso nicht mehr spannend hier, die Folge weiter. Ich gucke mich jetzt hier wirklich nur noch um. Nehme noch ein bisschen Zeug mit, was ich mitnehmen kann. Bingo. So, zum Beispiel noch ein Heft. Du verursachst dauerhaft plus 2% Körperteilschaden. Schon willst wieder. Willst du das jetzt gleich lesen? Willst du das jetzt gleich lesen? Ich sag ja, der Typ ist eigentlich total cool. Dann haben wir hier noch Feinheit. Nein. Ich guck mich jetzt hier eigentlich nur noch hauptsächlich um wegen, ja, wegen sowas hier. Also, Heilmittel. Eventuell ein bisschen Munition. Zu spät natürlich. Aber sonst eigentlich gar nichts mehr weiter. Hier ist ein Terminal, was ist das? Entsperren, Meister. Okay, das machen wir noch. Was? Ach so, weil ich die Power-Rüstung anhab. Koffer, Red X. Coca-Cola, Vorkriegsgeld. Mensch, geh doch mal beiseite. Ja, Mensch. Gut, Leute, ich glaube, wir brauchen uns aber gar nicht weiter umgucken. Ja. Wie auch immer. Gut, Leute. Damit werde ich mich dann auch von euch verabschieden für dieses Mal. Und wir gucken uns dann vielleicht hier noch in der nächsten Folge dann hier unten nochmal ein bisschen um. Vielleicht mache ich das auch offscreen, mal sehen. Eigentlich braucht ihr das ja gar nicht mit angucken. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!